von Star Trek Online. Jetzt geht's weiter. Hat, wie ich mir schon dachte, länger gedauert. Aber na gut, nebensächlich. Es geht erstmal ein bisschen weiter mit der Story. Falsch. Ich habe mir ein wenig Urlaub fernab der Voyager gegönnt und habe gerade das Hobus-System in einem Shuttle passiert, als ich ein paar seltsame Energiesignaturen empfing. Ich habe einen Umweg genommen, um dem auf den Grund zu gehen. Sobald es um Hobus geht, kann man nie vorsichtig genug sein. Doch ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Könnten Sie mich bei diesen Koordinaten treffen? Ein wichtiges, richtiges Raumschiff hier zu haben, wäre von großem Nutzen. Diese Mission. Mist. Warum? Ups. Und wie oft machst du zu deinen täglichen Abruf? Also machst du so wenig Geld, dass du kosten könntest. Gut. Okay, eigentlich nicht wirklich. Hier spricht das Föderationsshuttle Tereshkova. Ich werde im Hobus-System angegriffen. Dies ist ein Notsignal. Ich bitte um Unterstützung. Dies ist die Dragon Ra. Wir haben ihren Notruf empfangen. Dragon Ra, ich werde vom romulanischen Schiff angegriffen. Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich bin zwar kein schlechter Pilot, doch es geht hier ziemlich ruppig zu. Bestätigt Tereshkova. Wir sind unterwegs. Dieser Frachter wurde mit schweren Waffen ausgerüstet. Ich glaube nicht, dass sie Güter mit sich führen. Ach, ist das lustig, ist das fein. Jetzt hauen wir den mal einen rein. Ja, also eigentlich hat man dafür immer Zeit. This is the Romulan Imperial Star Navy. Wie ist es die Kriegsflotte der romulanischen Sterne? Berge. Verlassen Sie uns bitte in diesem Bereich. Kriegsflotte des romulanischen Sternenimperiums? Das sind keine Schiffe des Talschia. Das sind Loyalisten des Imperiums. Immer wieder mit sich hier, ganz ehrlich. Ach, ist das schön. I think it's a Q-ship, a specially modified freighter carrying weapons. Vielen Dank für die Unterstützung, Dragonra. Ich war dabei, einige Sensorwerte zu untersuchen, als ich diesen umherirrenden Frachter entdeckte. Ich habe sie gerufen und daraufhin haben sie das Feuer eröffnet. Gut, dass sie so schnell auf meinen Notsignal reagiert haben. Wissen Sie, warum sie angegriffen haben, wurden? Das weiß ich noch nicht. Basierend auf dem Identifikationscode des Schiffs sind das keine Talschia-Schiffe, nur Einheiten der Kriegsflotte des alten romulanischen Sternenimperiums. Es sind keine Freunde der Geheimdienste, aber auch keine Verbündete der Republik. Die letzten waren Söhne des Imperiums, sowas in der Art. Ich möchte sie nicht weiterhin aufhalten, aber mein Shuttle hat ziemlich viel einstecken müssen. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich es an Bord bringe? Wieso befinden Sie sich nicht auf der Voyager, Commander?
Unsere letzte Mission war nicht einfach. Wir haben es geschafft, die Unbeschadet zu überstehen. Doch anschließend war ich reif für einen längeren Landgang. Ich werde in ein paar Wochen auf die Voyager zurückkehren. Verständlich, der Krieg gegen die Watwa hat an den Kräften von uns allen gezehrt. Scanner. Ihre primäre Antriebsordnung ist beschädigt. Antriebsanordnung ist beschädigt. Empfange verschiedene romulanische Lebenszeichen. Sir, wir werden gerufen. Auf den Schirm. Hier spricht Lieutenant Gaius Silan. Dieses Schiff wurde manövrierunfähig gemacht. Ihr Eingriff war zerstörerisch, aber nicht tödlich. Lieutenant Silan? Was haben Sie auf diesem Frachter zu suchen? Diese Einheit führt seine prioritären Direktiven durch. Alle anderen Direktiven wurden aufgehoben. Warum haben Sie uns angegriffen? Diese Einheit hat das Schiff gegen einen externen Angriff verteidigt. Die Verteidigung von Verbündeten wird durch die prioritäre Direktive gefordert. Geist, warum bezeichnen Sie sich als diese Einheit? Die Scans des Frachters zeigen, dass dieser erstaunlich gut ausgerüstet ist. Doch ich empfange keine Anzeichen von Schmuggelware oder Borg-Technologie außerhalb von Lieutenant Silans Implantaten. Es gibt nichts, was seine Verhaltensänderung erklären könnte. Captain, was wäre, wenn jemand Gaius über dessen Borg-Implantate kontrollierte? Wir wüssten, dass das möglich ist und sein Verhalten ist wirklich ungewöhnlich. Fast so, als wäre er wieder Teil des Kollektivs. Er kann unsere Fragen nicht beantworten, weil er nicht dort ist. Wir müssen herausfinden, wer dafür verantwortlich ist. Es gibt noch eine Anlage auf den Überresten des Hobos-Monds, Sir. Ich empfange eine Energiesignatur von deren Lebenserhaltungssystem. Wer auch immer diese eingeschaltet hat, könnte sich noch immer dort befinden. Erfasse diesen Frachter mit einem Traktorstahl und senden Sie ein Außenteam, um mich im Transporterraum zu treffen. Sie können zur Oberfläche gebeamt werden, sobald Sie bereit sind, Sir. Willkommen beim Stream. Diese Anlage ist schwer beschädigt, Sir. Der atmosphärische Druck ist zwar stabil, es bestehen jedoch Energiefluktuationen und viele Computersysteme sind kaum noch funktionsfähig. TARDIS hat diesen Ort in schlechtem Zustand zurückgelassen. Die Scanner erfassen mehrere romulanische Lebenszeichen in der Anlage. Um wen auch immer es sich handelt. Lebenszeichen kommt tief aus dem Inneren der Anlage. Sie versuchen dort wohl die Energie wiederherzustellen. Mal sehen, ob wir Informationen aus Computersystemen beschaffen können. Ach Mann. Umweltsysteme online. Auslastung des Computers 12%. Alarm. Schadenskontrollbericht. EPS-Leitung 1221. EPS-Einleitung 1253. Bla bla 2616. Bla bla 2788. Energie funktionsfähig. Codesperre. Hardwarefehler. Wir sollten das prüfen. Romulanische Flottenoffiziere. Und wann denkst du mal, wirst du dich wieder mehr um Star Trek kümmern? Also immer nur Wochenende. Ich frage mich, woran sie gearbeitet haben. So schlimm bei dir. Energiesysteme nominal. Geothermische Armaturen funktionieren zu 58%. Hauptarchive gesperrt. Portalstatus nicht funktionsfähig. Sie haben genug Energie, aber immer noch keinen Zugriff auf den Computerspeicher. Das ist nicht besonders hilfreich. Sie versuchen, sich Zugang zum Portalarchiv zu verschaffen. Dieses Labor wurde angegriffen, aber nicht vollends zerstört. Vielleicht können wir hier ein paar Hinweise finden. Wir können derzeit nichts für Sie tun, Sir. Ich weiß, dass verschiedene Fraktionen seit dem Untergang der und Romulus diese Anlage gekämpft haben. Wir hoffen herausfinden, was die Supernova auslöste. Es scheint, als seien es Remaner gewesen, die mit der Republik verbündet waren und die sich gerade am falschen Ort befanden.
Ihre Verletzungen weisen auf militärische Disruptoren der Romulaner hin. Dies entspricht dem, was wir von den romulanischen Flottenpräsenz hier gesehen haben. Diese Wunden sind ziemlich neu. Die Remaner müssen zu den Streitkräften Obisex gehört haben. Sie haben diese Anlage gesichert, nachdem sie sie von Taris übernommen hatten. Es überrascht mich, dass die Statue all die Schlachten, die hier geschlagen wurden, überlebt hat. Vielleicht ist sie so verstörend, dass niemand gewagt hat, sie zu zerstören. Links ist eine Tür. Dieser Ort scheint schreckliche Ereignisse nur so anzuziehen. Diese Imperialisten haben eindeutig nach etwas in den Computern gesucht. Aber was? Dateisystem angehalten. Verifiziere Integrität. Datei korrumpiert. Shishandle-Archiv. Bla bla. EPS-2-Portal-Prozess. Bla bla. Sublichtprozess. Verwende Backups zur Wiederherstellung. Bitte warten. Geschätzte Dauer 325 Zyklen. Wir müssen in dieses Labor gelangen. Diese Romulaner könnten versuchen, das ikonianische Portal in ihren Besitz zu bringen oder neu zu starten. Dieser Ort hat ziemlich viel Kampf erlebt. Zunächst Taris versucht, das Portal zu reaktivieren, dann den Gegenangriff der Republik und nun ein erneuter Ansturm von wem auch immer. Diese Basis ist wahrlich ein Kriegsgebiet. Wie viele Charaktere sind insgesamt fertig? Ein? Mann. Schnell, durch die Seitentür und das Tor hinunter. Da. Da. Da, da, da. Das Lustige ist, mit meinem jetzigen Schiff bin ich nicht wirklich. Ich glaube, ich bin nicht einmal damit explodiert, wegen rechten Sinne. Ne, nicht einmal. Ja, mit meinem Dreadnought. Come on, stream. Der Ball könnte nicht mehr wiederbeleben, oder was? Blöden NPCs. Das ist Zila. Was hat sie hier zu suchen? Ich ergebe mich. Das war's? Nun, nein.
Ich habe noch wichtige Informationen über ihren armen Freund Lieutenant Thielen und wie man dessen verwirrtes Borg hier wieder in Ordnung bringen kann. Außerdem über die Portale und wie sie zu benutzen sind und über die Ikonianer. Und jetzt sagen Sie mir, sind diese